Eine der schönsten Gemeinden Bayerns. Hier wohnt Werner Funk. Genießen kann er das nicht. Nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass ich mich schlecht konzentrieren kann. Blutdruckentgleisungen, ich habe einen Blutdruck gehabt von 200 zu 100. Und ich dachte zuerst, das kann nicht sein. Ich habe so ein einfaches Messgerät gehabt. Dann habe ich anders genommen, dann habe ich 210 zu 105 gehabt. Und hoppla, stimmt scheinbar doch. Ja, und seit dem Zeitpunkt habe ich keine einzige Nacht mehr in meinem eigenen Haus verbracht. Oberammergau, eine Gemeinde, die 2006 im Fokus der Öffentlichkeit stand. Die Mobilfunktechnik wurde ausgebaut, plötzlich klagten über 150 Bewohner über Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit oder Herzrhythmusstörungen. 15, 16, 17. Heute, 10 Jahre später, machen wir uns auf den Weg. Wir wollen wissen, was sich seitdem getan hat. Schon entlang der Autobahn fallen uns viele Mobilfunkmasten auf, alle 2 bis 3 Kilometer einer. In Oberammergau angekommen, sehen wir uns um, wie viele Masten es eigentlich noch im Ort gibt. Einen finden wir direkt an der Hauptverkehrsstraße. Ein weiterer soll weiter außerhalb auf einer Berganhöhe stehen. Hinter dem Großen da oben. Wie meinst du das? Die kennen sich hier aus, oder? Wir haben mal eine Frage. Und zwar sind wir unterwegs bezüglich des Mobilfunks in Oberammergau. Wir schauen uns hier 10 Jahre später nochmal um, was hier so passiert ist. Kennen Sie sich, also haben Sie da auch Erfahrungen mitgemacht? Oder? Na, ich lebe schon lange nicht mehr hier, aber ich bin hier aufgewachsen. Okay. Aber ich habe nur von Kollegen auch gehört, also einer ist schon weggezogen, einer unserer Kollegen. Aha. Okay. Wegen des Mobilfunks? Ja, weil der also gegen Strahlen angeblich sehr allergisch ist. Also okay. Okay. Wir haben uns schon mit mehreren Leuten in Oberammergau unterhalten und es gibt ja viele, die das sagen. Ja. Und jetzt sind wir gerade auf der Suche nach den Masten, weil es gab ja einen, der vor 10 Jahren hier Probleme gemacht hat im Ort. Und jetzt sind wir auf der Suche, der ist ja weg, und jetzt sind wir auf der Suche nach denen, die übrig geblieben sind. Und hier oben soll irgendwo einer sein, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, hinter die Hütten oben. Ah, okay. Der Mobilfunk hat damals also sogar Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Ist das heute immer noch Thema bei den Einheimischen? Nein. Warum nicht? Also, es hat sich beruhigt. Okay. Ja. Spricht man nicht mehr so drüber? Nein, eigentlich nicht so. Okay. Auch nicht so gerne gesehen hier? Ja, es betrifft ja alle. Mhm. Nicht nur hier bei uns in Oberammergau oder Bayern. Ja, es stand so beispielhaft für viele andere Gegenden. Ja, allerdings. Okay. Und ist nicht unter den Tisch gefallen, aber es ist nicht mehr so aktuell wie es mal war, speziell hier in Oberammergau. Okay. Ja. Vielen Dank. Da war vor vielen Jahren war da eine Demonstration, weil angeblich viele Leute krank geworden sind. Ja, ist es heute immer noch so? Unter anderem auch ein evangelischer Pfarrer dahin, ja, sei angeblich an dem Mobilfunk gestorben. Aber jetzt hört man seit Jahren nichts mehr. Okay. War für mich noch nie ein Thema. Warum nicht? Weil es mir egal ist. Man kann sich über alles aufregen. Über das, wo ich mich aufrege, das macht mich mehr kaputt, wie ein paar so Strahlen, würde ich sagen, oder? Im Ort ist das Thema durch. Die Betroffenen leiden trotzdem weiter. Alfons Schön hat ein Haus in der Nähe von Oberammergau, bewohnt es aber seit gut 10 Jahren nicht mehr. Er gehört zu den rund 5% der Deutschen, die elektrosensibel sind. Wir treffen den Regisseur an der Isar. Obwohl es in der Stadt viel mehr Funkmasten gibt, ist es hier für ihn erträglicher, weil die Masten mit weniger Leistung strahlen. Wie war das damals, als Sie das festgestellt haben? Wie war auch die Situation mit den Nachbarn, mit den Leuten, die im Dorf gewohnt haben? Wie reagieren die Menschen einfach darauf, wenn sie sagen, können Sie mal bitte das Handy ausmachen, weil ich habe da ein Problem mit? Also in den Nachbarn war es so, dass das sehr viele Betroffene gegeben hat, die nicht mehr schlafen und die sehr schnell hohen Blutdruck bekommen haben. Es gab viele Leute mit Katarren oder Effekten mit Schmerzen. Dieses Edge hat genau hier, auch bei mir hier wehgetan und in dem Bereich, mein Trigeminus war dauergetriggert. Und dadurch hatten wir die ähnlichen Symptome und man hat sich dann beim Bäcker oder im Dorfladen hat man sich unterhalten, ja, was ist mit dir, schläfst du auch nicht mehr, ja, seit wann, ja, seit 2 Wochen, 3. Also es war eine Epidemie, was da vor sich gegangen ist. Das heißt, es gab einen sehr starken Zusammenhalt in der Anfangsphase, auch unter den Nachbarn. Wobei es immer Nachbarn gibt, die sagen, hey, das ist ein Spinner, weil ich spüre nichts.
Das ist aber ganz logisch, weil es gibt Häuser, die hatten nicht die Probleme. Die Anfeindungen der Nachbarn waren aber das geringste Problem. Primär ist man erstmal völlig traumatisiert, was mit einem passiert. Weil man muss lernen innerhalb kurzer Zeit, ich kann nicht mehr da schlafen. Wo schlafe ich? Es geht nicht mehr. Also wo schlafe ich? Wo kann ich schlafen? Weil Schlafentzug ist Folter. Und dann verstärken sich die Symptome. Und wo kaufe ich mein Essen ein? In welchem Supermarkt kann ich noch gehen? Also der normale Alltag muss erstmal bewältigt werden. Und am stärksten ist der Überlebenstrieb vor allem. Bevor ich elektrosensibel wurde, war meine Frau elektrosensibel. Und ich habe noch im Auto Handy telefonieren müssen, hat meine Frau vor Schmerz geschrien. Das starke Signal meines Handys ist ihr in die Ohrnerven rein. Inzwischen weiß ich, was das bedeutet. Also du kannst nur noch schreien. Aber du kannst das als andere Menschen nicht verstehen. Warum schreit der Mensch vor Schmerz? Weil es ist unsichtbar. Und das heißt erstmal sehr viel Verständnis lernen. Und ich habe inzwischen gelernt, sehr viel Verständnis für die Menschen zu lernen, die das verleugnen und mich für einen Spinner halten. Ich kann mich auch nicht damit befassen, mit diesen Menschen, weil es kostet mir Energie. Man ist im Grunde Flüchtling, also man ist ein Heimatvertriebener des digitalen Zeitalters. Einer, der seine Heimat Oberammergau nicht verlassen hat, ist Werner Funk. Hallo. Hallo Ziegler, grüß Sie. Wie lange wohnen Sie jetzt hier schon? Sie wohnen schon immer hier, sind hier aufgewachsen, oder? Ich bin hier geboren, ja. Oberammergau. Das ganze Leben, ja. Ich war dann in München tätig. Anschließend ging ich dann auf den Hohen Peißenberg und habe da direkt neben dem Fernsehturm gearbeitet. Und da nach einiger Zeit habe ich gemerkt, dass ich mich schlecht konzentrieren kann. Der Blutdruck war hoch. Wenn ich nach Hause gefahren bin, hat sich das wieder gelegt. Ich habe meine Arbeit mit nach Hause genommen und konnte es da in kürzester Zeit machen. Und da oben in der Strahlung war ich einfach unruhig und nervös. Werner Funk nimmt uns mit in den Wald. Dort lebt seine Lebensgefährtin Susanne Sommer in einem Wohnwagen. Sie verträgt die Mobilfunkstrahlung gar nicht mehr. Auch Werner Funk kann nur noch dort erholsam schlafen. Wie weit ist das jetzt, wo wir hinfahren zu Frau Sommer? Ja, das sind ca. 15 Kilometer. Das nehmen Sie dann jeden Tag mindestens zweimal auf sich, auf jeden Fall, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Sonntags meistens nicht. Und warum soll keiner wissen, wo wir jetzt wirklich genau hinfahren? Warum ist das so wichtig für Sie? Ja, weil wir damit verdammt schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es gibt halt Leute, die das einfach nicht glauben wollen, dass es sowas gibt. Und die wollen es dann ausprobieren. Ja. Die kommen dann an die Stelle hin und telefonieren dann mit dem Handy und schauen, was die Frau Sommer macht. Gut versteckt. Deshalb filmen wir erst weiter, als wir bei Frau Sommer ankommen. Hallo Frau Sommer, hallo. Schön, Sie zu treffen, hallo. Hat alles geklappt? Ja, hat alles wunderbar. Hallo. Hallo. Grüß dich. Frau Sommer und Herr Funk haben sich beruflich beim Deutschen Wetterdienst auf dem Hohen Peißenberg kennengelernt. Dort oben waren sie jahrelang extremer Strahlung ausgesetzt. Ihrer Meinung nach der Auslöser für ihre Elektrosensibilität. Anfangs konnte Frau Sommer noch für kurze Zeit in den Ort. Seit einigen Jahren ist auch das nicht mehr möglich. Ist Ihnen der Schritt denn schwer gefallen, zu sagen, ich muss jetzt hier weg und geh dorthin, wo es mir zwar besser geht, dafür fehlt mir aber vielleicht vieles andere. Ja, sicher fällt einem das schwer. Ich meine, wem fällt das nicht schwer, wenn man plötzlich feststellt, man lebt wie im Knast, obwohl man nichts verbrochen hat. Das ist ja so. Ich habe keine Planungssicherheit. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß nicht, was übermorgen ist. Ich habe
ich bin grundlos aus dem Haus vertrieben worden, obwohl ich nichts gemacht habe. Und meine Bewegung und Mobilität ist eingeschränkt. Also ich kann nirgendwo hin, ich kann in kein Konzert, ich kann in kein Kino, ich kann in keine Bibliothek. Nirgendwo mal einkaufen. Also ich bin da wie ein Pflegefall ständig auf Versorgung und alles angewiesen. Ja. Und wem soll es dabei gut gehen? Wie hat das bei Ihnen damals angefangen? Also wie haben Sie das erste Mal, wann haben Sie das so das erste Mal wahrgenommen, dass es überhaupt Probleme gibt? Ja, wahrgenommen und wahrhaben wollen. Das sind so zwei Schienen. Also ich habe nur gemerkt, dass ich Infekte kriege ohne Ende und dass ich die noch nie gehabt habe. Ich habe noch nie in meinem Leben Stirnhöhlenkatarrh oder sowas gehabt. Natürlich weiß man, dass es sowas gibt, aber ich habe da noch nie Probleme gehabt oder mit Ohrschmerzen oder mit Nierenproblemen und solche Sachen und dann am laufenden Meter und dann gleich chronisch und ganzen Winter über und dann denkt man sich, ja gut, ist jetzt halt der Winter. Im Winter hat man halt sowas, aber wenn man sowas noch nie gehabt hat, dann kommt man halt zum Internisten, weil es immer wiederkehrt und zum Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten und ja, die ganze Palette halt, ja. Und irgendwann ist es dann ziemlich ernst geworden und dann kamen Endokrinologen, Kardiologen, also Herzprobleme, Nierenspezialisten, alle durch. Und was bleibt dann noch übrig am Ende der Schiene? Psychotherapie. Und wie hat sich das geäußert jetzt von den Symptomen her? Ja, ich habe wahnsinnige Herzprobleme gekriegt, dann ging der Kalziumspiegel runter, da waren Krämpfe, da musste Kalzium gespritzt werden. Also richtig notfallmäßig und dauernd Notarzt, dauernd Versorgung, dauernd Krämpfe und dann sind wir halt rausgefahren und dann war gut. Dann war nichts mehr. Wie meistert man das hier? Einfach, es ist ja jetzt hier kein Campingplatz, wo man versorgt Nein, wird. Nein, wirklich. Also im Campingplatz, da habe ich einen Sanitärhäusel, da habe ich einen Abfalleimer und ich habe einen Portbriefkasten. Das habe ich hier alles nicht. Also Wasser muss hergeholt werden, Abwasser muss weg, Müll muss weg, Post muss hergebracht werden. Wenn ich Zeitung lesen will, muss die auch hergebracht werden oder ein Buch. Alles muss praktisch hergeschafft werden und auch wieder weggeschafft werden. Also Müll, Wäsche, alles. Waschmaschine ist da auch nicht. Das heißt, Sie sind eigentlich immer auf den Herrn Funk angewiesen. Wenn jetzt irgendwas mal wäre, da eigentlich könnten Sie ja nicht mal Bescheid sagen, oder? Nein. So einfach. Also absolute, in der Hinsicht absolute Abgeschiedenheit. Ja, sicher. So. Also gut, wenn ein Förster vorbeikommt oder Jäger vorbeikommt, den kann man schon sagen, kannst du mal bitte Bescheid geben, dass das und das ist. Das machen die dann schon. Aber den muss ich dann halt auch erstmal hier irgendwo im Revier aufsuchen und finden. Dürfen wir reinschauen? Susanne Sommer zeigt uns ihr spärliches Zuhause im Wald. Oder gehen Sie ruhig vor. Ja, und da ist das Bad. Er ist auch alles auf engstem Raum eigentlich. Alles auf engstem Raum, ja. Allerdings. Da ist noch ein Bett, ein Gästebett, eine Bibliothek. Weil wir haben ja einfach keine Schränke für Bücher. Also für Bücher ist eine Katastrophe hier. Weil die Schränke sind alle nicht für Bücher ausgelegt. Dann haben wir noch Geschirrschränke. Da ist noch ein Kühlschrank, aber der geht mit Strom. Und den haben wir nicht im Betrieb, weil wir nicht so viel Strom haben. Der würde dann nur gehen, wenn man sich wo anschließen kann quasi. Nee, der geht auch mit Solarstrom, aber wir kriegen im Moment nicht genug rein. Auf der Fahrt zurück in den Ort verdeutlicht uns Herr Funk die Strahlung mit Hilfe seines Messgerätes. Je näher wir dem nächsten Funkmasten kommen, desto extremer schlägt es aus. Bei minus 40 schon.
Wir sind erschrocken und fragen uns, was ist da wirklich dran? Zurück in München fragen wir nach bei Strahlenexperte Professor Franz Adelkofer. Er forscht seit Jahren zu den Auswirkungen des Mobilfunks. Was sagen Sie, ist Mobilfunkstrahlung für den Menschen gefährlich? Gut, ich will mal sagen, der letzte Beweis ist nicht erbracht. Nicht? Aber man kann behaupten, alles, was wir heute wissen, und zwar seit vielen, vielen Jahren wissen, nicht? Das spricht dafür, dass im Augenblick das größte experimentelle Experiment der Welt läuft, mit dem Mobilfunk, nicht? Mit ungewissem Ausgang. Ich persönlich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei Langzeitnutzern, bei Starknutzern von Mobiltelefonen das Hirntumorrisiko sehr, sehr hoch ist. Das heißt, die Grenzwerte sind eigentlich veraltet und müssten eigentlich an die heutige Zeit angepasst werden, damit sie überhaupt einen Sinn haben. Diese Grenzwerte sind so unendlich hoch, nicht, dass alles damit gemacht werden kann. Nicht. Sie stellen keine Limitierung für die Nutzung der Technik dar. Das ist natürlich von der finanziellen Seite her gewaltig. Eine starke Senkung der Grenzwerte, die ich als notwendig ansehe, führte dazu, dass man investieren muss, viel Geld ausgeben muss, um die Technik so zu verfeinern, dass sie auch bei niedrigen Grenzwerten noch funktioniert. Wenn wir jetzt die Situation der Betroffenen sehen, also die elektrosensibel sind, dann ist es ja so, dass es bisher nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung ist. Man spricht davon ungefähr 6%, soweit ich gelesen habe. 3 bis 5%. Oder 3 bis 5% der Bevölkerung erklärt sich als elektrosensibel. Und wie entwickelt das sind sich das sicherlich weiter? Nicht alle elektrosensibel. Weil viele es aber, nicht merken. Aber wenn es 1% wäre, wäre dieses 1% zu viel. Mhm. Weil der Schaden, der diesen Menschen zugefügt wird, gewaltig ist. Wir sind dafür, dass wir Minoritäten schützen. Nur Elektrosensible werden nicht geschützt, obwohl sie wirklich in einer miserableren Situation sind, als viele andere Minoritäten es sind. Die Gemeinde Oberammergau hat versucht, den Elektrosensiblen zu helfen. Die größten Probleme hat ihnen ein Mast auf dem kleinen Theater in der Ortsmitte gemacht. Der Gemeinde waren aber die Hände gebunden. Erst nach Ablauf des Vertrages mit dem Mobilfunkanbieter wurde der Mast abgebaut. Wir treffen uns am kleinen Theater mit dem damaligen Bürgermeister Rolf Ziegon und dem amtierenden Arno Nunn. Oder wie viele haben sich bei Ihnen auch gemeldet zu dem Thema? Es war dann eine ganze Gruppe. Also zunächst mal der Herr Funk, dann ein Herr Müller, der gleich hier nebenan wohnt. Und als dritter wichtiger war es der evangelische Pfarrer. Ich habe das als Bürgermeister sehr ernst genommen und habe, wie gesagt, versucht, also, dass wir eine vernünftige Lösung schaffen. Mir war klar, man wird das Handy nicht mehr abschaffen können und heutzutage wahrscheinlich überhaupt kein Thema mehr. Die Frage, was kann man erreichen, um also die schädliche Strahlung etwas zu verringern. Aber wie gesagt, die Anbieter waren da nicht besonders kooperativ. Die Gemeinde hat so reagiert, eben aufgrund der Vorgeschichte, dass sie gesagt hat, auf eigenen Liegenschaften der Gemeinde, der Hoheit, wird man, wenn Anfragen zur Anpachtung für Funkmasten eben kommen, dem nicht stattgeben oder da nicht zustimmen. Haben wir auch nicht, aber auch das haben wir gerade schon gehört. Die Anbieter suchen sich dann eben einen Privaten, der sagt, gut, das ist ein schönes Geld, ich sehe diese Gefahr nicht, ich gebe mein Dach, meinen Grund dafür her. Und von daher ist jetzt sozusagen rund um Oberammergau, also aus dem Zentrum ist es rausgerückt, aber in der Peripherie des Ortes, beziehungsweise bis zu den Bergen oder Bergspitzen hin, da stehen halt dann die Masten, also Bergstationen in dem Fall am Laber, das sind mehrere Anbieter. Okay. Wie sehen Sie das beide, die Personen, die wirklich sehr stark von dieser Elektrosensibilität betroffen sind, die also wirklich hier im Ort gar nicht mehr leben können? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, denen von Gemeindeseite irgendwie zu helfen? Ich sage, wenn es so schlimm ist, dann bin ich für mich selber verantwortlich und dann muss ich eine Lösung finden. Mhm. Wenn mir dann jemand hilft, dass die Gemeinde sagt, okay, da ist jetzt ein Baugrundstück und dem lassen wir demjenigen zukommen, wie auch immer. Selbst das ist ja schon kritisch. Also da merkt man schon, weil da kommt eine andere Familie und sagt, ja, warum kriegen wir das nicht? Aber wir merken auch den Mobilfunk. Also man ist da ruckzuck in einem Dilemma drin. Ich denke, das ist nicht darstellbar und ist am Ende, also so im Detail, nicht Aufgabe der Gemeinde oder der Gemeinschaft. Wir sind ja auch noch Tourismusort.
Und unsere Gäste erwarten schon, dass sie hier telefonieren können. Während wir weiter recherchieren, erreicht uns ein Anruf. Hallo, Ziegler. Hallo, Herr Funk. Wir bekommen spontan die Gelegenheit, mit Susanne Sommers Ärztinnen zu sprechen. Wie wir bereits wissen, kann sie das strahlungsfreie Gebiet im Wald nicht verlassen. Deshalb müssen auch Sie zu ihr kommen. Was sind es so grundsätzlich jetzt bei Elektrosensiblen für Symptome, die Sie bis jetzt mitbekommen haben? Und wo sagen Sie, was ist das Schwierige an diesen Symptomen? Also ich habe einige Patienten, die meinen, dass sie elektrosensibel sind. Ich sage das jetzt mal so vorsichtig, weil man das ja leider nicht messen kann. Mhm. Und die Symptome sind halt sehr, sehr diffus. Also das geht von Schlafstörungen, natürlich auch psychischen Veränderungen, oft Depressionen. Also man sagt ja auch, der Serotoninspiegel, also dieses Glückshormon, sinkt halt häufig ab. Heute steht für Frau Sommer eine Zahnbehandlung an. Unter primitivsten Bedingungen werden hier im Wald Zähne gezogen und Kronen eingesetzt. Eine echte Herausforderung für die Zahnärztin. Also das größte Problem ist eigentlich, vorneweg logistisch durchzugehen, was macht man für Schritte. Ne? Weil das ist... Hast du eine Gäste? Darf nicht vergessen. Alkoholgeschichte. Also jetzt nehmen wir halt irgendwas. Nehmen wir die Decke. Die Decke noch. So. Dass ich dann halt so dastehe und denke, okay, ich gucke in den Mund, ich brauche Spiegel, so eine Pinzette. Dann will ich eine Füllung machen. Okay, dann brauche ich einen Spatel, dann brauche ich eine Matrize, dann brauche ich ein paar Watterollen, dann brauche ich... Dann gehe ich so wirklich... Das hier. Ah ja, gut. Kronen einsetzen, okay. Zement. Dann wichtig, lichthärte Lampe. Das finde ich immer noch cool, dass das hier funktioniert, dass wir Strom haben. Ja, sonst müssten wir pusten. Genau. Dann, Kronen passen vielleicht nicht. Provisorium geht vielleicht kaputt, wenn ich es runter mache. Muss ich vielleicht neues Provisorium machen? Provisorisches Material mitnehmen. Also das ist so dann, und irgendwas vergisst man immer. Nach der Behandlung zeigt uns Susanne Sommer bei einem Spaziergang, wie weit sie sich problemlos um ihren Wohnwagen herum bewegen kann. Ich gehe nur da, wo kein Empfang ist. Okay, jetzt wissen Sie mittlerweile, wo Funklöcher sind oder wie weit das Funk noch geht. Ja. Dann, okay. Und wenn ich Strecken gehe, wo Empfang ist, dann habe ich auch ein Käppi dabei und einen Abschirmstoff. Oder aber ich gehe halt zu Zeiten, wo niemand da ist. Okay. Nur eine der vielen Einschränkungen in Ihrem Leben. Wenn der eine immer nur auf den anderen angewiesen ist, der andere muss immer der Agierende machen, der hat ja die meiste Arbeit damit. Er hat sich sein Rentnerleben auch ein bisschen anders vorgestellt. So Teneriffa, Liegestuhl oder so, ja. Mhm. Und jetzt? Aber Sie versuchen das Beste draus zu machen zusammen. Ja, müssen wir ja. Müssen wir ja. Ja, das ergibt sich von selber. Ich kann nicht sagen, jetzt musst du selber schauen, wie du zurückkommst. Mhm. Und ich habe schon einiges gesehen. Gut, ich weiß, wie es in Peking ausschaut und so, aber habe ich halt zur Zeit nicht. Die ständige Erreichbarkeit, praktisch und unverzichtbar. Elektrosensible zahlen den Preis. Sie sind die Heimatvertriebenen des digitalen Zeitalters.